In diesem Video nähe ich mit euch Frau April. Eigentlich ist es ein High- und Mid-Waist-Paint, also Höschen mit hohem Bund und natürlich Bauchweg-Effekt. Und eigentlich als Bikini natürlich, aber ich zeige euch, wie ihr diesen Schnittmuster nicht nur für Bikini nehmen könnt, sondern auch für einen Slip umwandeln könnt. Ich gebe euch eine Vorlage für den Zwickel, damit ihr auch schon einen Zwickel habt, weil bei dem Schnittmuster ist er nicht dabei. Und zeige euch, wie man diesen Slip näht. Los geht's! Bevor wir loslegen mit unserer Frau April, modifizieren wir den Schnitt. Dieser Schnitt ist natürlich eine Height- und Mid-Waist-Paint- oder Bikini-Hose. Also es ist im Prinzip eine hochgeschlossene Bikini-Höschen oder Unterhose. Und in der Variante als Bikini ist es natürlich so genäht, dass da kein Zwickel mit eingebaut ist, sondern ein Wäschegummi reingelassen ist, beziehungsweise ein Badegummi, wenn es ein Bikini ist. Und es hat keinen Zwickel. Ich möchte euch hier in diesem Video zeigen, wie ihr diesen Schnitt sehr schön als Unterhöschen umwandeln könnt und einen Zwickel einbauen könnt. Den Zwickel könnt ihr sogar selber bestimmen, wie groß oder wie klein der ist. Weil manche mögen das ein bisschen kleiner und dezenter, manche sagen, nee, ich brauche mehr Schutz und hätte gern das ein bisschen höher geschnitten vorne oder hinten. Das könnt ihr alles selber machen. Zu den Variationen. Der Zwickel wird im Prinzip jetzt bei meiner Variante, was ich heute zeige, eingenäht, dass wir eine Teilung vornehmen bei dem Vorderteil und Rückenteil. Ihr könnt aber auch den Zwickel einfach mit einfassen, das heißt, der wird entweder wird er angenäht oder er wird einfach lose hier liegen und wird nur durch die Beingummis eingefasst. Ich persönlich empfehle es immer, näht den Zwickel an, entweder mit der Flachnaht oder Zickzacknaht, dass der Zwickel flach anliegt, weil man mag es einfach nicht, so viele Nähte da zu haben. Oder so wie ich in dieser Variante mit euch nähe, dass wir den Zwickel verstürzen und dann mit Wäschegummi einfassen. Bevor ich anfange mit der ganzen Konstruktion, möchte ich euch sagen, dass ich dieses Video so gestalte, dass ihr das komplett an der Nähmaschine nähen könnt. Das heißt, ich werde den kompletten Slip an der Nähmaschine nähen. Die Nähte euch dazu zeigen und die Möglichkeiten, was ihr an der Nähmaschine habt. Diejenigen, die eine Cover oder eine Overlock haben oder beides, können das sehr gerne auch mit diesen zwei Maschinen nähen. Ich werde euch dazu natürlich Kommentare abgeben. Los geht's. Ich zeige euch das direkt an einem Papierschnittmuster, wie ich das für mich eingeplant habe und wir legen los. Mein Zwickel habe ich eigentlich von meinem Lieblingsslip ausgemessen, weil ich sage, der ist für mich perfekt und das könnt ihr genauso tun. Aber so als Richtwert gebe ich euch natürlich was mit. Ich habe jetzt das direkt im Schnittmuster eingezeichnet, erst danach baue ich den Schnitt hier ab. Aber so weiß ich, wo die Teilung auch liegt. Den Zwickel, ich nähe jetzt für den Slip in Größe M, liegt bei mir ab der Bruchlinie gemessen. Also hier ist die Bruchlinie für die, hier die Punkt-Strichlichtung ist meine Bruchlinie. Das ist meine Größe. Von dem Punkt, deren Anfangspunkt, ist bei mir der Zwickel am Vorderteil 12,5 cm Anfang und man macht einen leichten Bogen. Das sind vielleicht 5 mm Versatz, reicht völlig. Also einen leichten Bogen. Das zeichne ich mir hier ein, weil das werde ich später zuschneiden. Und beim Popo fängt mein Zwickel nicht so tief oder hoch an, sondern bei der Größe liegen wir circa bei 4 cm. Also 4 cm und dann auch mit leichtem Bogen zu meiner Größe. Wenn ich jetzt meinen Zwickel und meine Teile abpause, mache ich die natürlich separat. Das heißt, ich pause meinen Slip ab. Diesen nähe ich ohne diesen hohen Bund. Das heißt, die niedrigste Größe wird gewählt. So pause ich das ab bis zu meinem Zwickel. Dann wird der Zwickel am Teil mit der Markierung für die Mittelnaht auch hier abgepaust und natürlich mein Vorderteil. Los geht's!
Jetzt pause ich separat den Zwickel noch ab. Das heißt, ich fange genauso an, durch die Linien zu zeichnen. Ich habe jetzt extra dicken Stift genommen, damit ihr das besser seht. Sonst kann man das gerne mit Lineal und feinerem Stift arbeiten. Ich markiere hier bei mir einen Stoffbruch. So, und hier kann man sagen, hier ist Pipi. So, und jetzt gehen wir natürlich zu unserem Teil. So, und nun ist so, dass wir bei diesem Zwickel am Vorderteil den Stoffbruch hier hatten, aber hier wäre es natürlich auf der anderen Seite. Das heißt, ich drehe mein Schnittmuster um, lege das wieder an meiner Größe. Das ist das Tolle, wenn man mit Folie arbeitet. Leg das ganz genau hin und paust das restliche Stückchen dazu. So, und da ist Popo. Sieht man das? Ja. Nun schneide ich meine Schnittmusterfolie aus und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Meine Schnittmusterteile habe ich jetzt ausgeschnitten. Hier das Popoteil, mein Vorderteil und den Zwickel. Den habe ich schon gleich im Bruch zugeschnitten, weil es so angenehmer ist, ihn zuzuschneiden. Und jetzt schneiden wir zu. Eine kleine Besonderheit gibt es auch hier. Schaut mal, ich lege jetzt mal den Schnitt hier an die gerade Kante. Ihr seht, hier ist eine kleine Wölbung. Das heißt, diese Kante wird nicht im Bruch zugeschnitten, sondern damit sich besser um die Popo-Backen legt, wird es natürlich nicht im Bruch geschnitten. Aber ich schneide das im Bruch, weil das ist so minimal, das stört tatsächlich nicht. Von dem her, wer es ein bisschen betonter haben möchte, gibt hier beim Zuschnitt vom Stoff 1 cm Nahtzugabe. Wer so ist wie ich, der schneidet einfach diese Kante im Stoffbruch. Das vermerke ich mir mit dem Pfeilchen, dass ich weiß, dass diese Kante am Bruch bei mir anlegen wird. Beim Zuschnitt achtet ihr natürlich darauf, dass die Hauptdehnrichtung quer ist. Das heißt, es dehnt sich um den Körper. Dementsprechend legt ihr auch die Schnittteile hin. Sonst passt das alles nicht. Ich habe mich hier für ein Schwarzwaldhöschen entschieden. Unsere Eigenproduktion und das legt ihr natürlich hier an, steckt fest und schneidet zu. Wir geben überall 1 cm Nahtzugabe, oben an den Seiten, an den Beinen und auch am Zwickel. Wenn ihr ein Einfassgummi verwendet, ich für diesen Slip nehme ich ein Wäschegummi wie dieser hier, aber es gibt auch welche Gummis, die zum Einfassen sind, dann braucht ihr natürlich an Beinen und am Bund keine Nahtzugabe. Ansonsten mit einem Wäschegummi braucht ihr 1 cm. Den Zwickel legen wir mit der Dehnrichtung nach oben, das heißt nicht quer, sondern hoch, so, und den schneiden wir bei doppelter Stofflage zu. Es geht weiter, unsere Teile sind zugeschnitten, hier Vorderteil, unser doppelter Zwickel und Popoteil. So, und als erstes stecken wir unser Zwickel. Der kleinere Bogen, sagen wir mal so, ist natürlich immer vorne und der größere hinten. Jetzt stecken wir den Zwickel an. Am besten markiert ihr euch die Mitte. Das mache ich nämlich mit der Schere. Wenn ihr das zur Hälfte faltet, einfach ein ganz, ganz kleines Eckchen rausschneiden. Auch beim Vorderteil. Dann habt ihr definitiv die Mitte. So, und nun steckt ihr euren Zwickel. Und zwar natürlich hier rechts auf rechts, schwupp. Und
Der andere Zwickel kommt dagegen rechts auf links, so dass ihr nachher, wenn wir die Naht gemacht haben, diesen Sandwich haben, das hier natürlich außen sehen und das natürlich wir innen sehen. Ne? Und das stecken wir erstmal rundum fest. Das Ganze habe ich jetzt gesteckt, alle drei Lagen. Nun nähen wir das an der Nähmaschine zu. Achtet darauf, dass ihr Stretchnadel verwendet und jetzt zeige ich euch den Stich. Als Stich habe ich wieder einen kleinen Sägezahnstich gewählt. Ich nehme wieder meine Elna 710. Das ist nämlich dieser hier. So schaut er aus. Und achtet darauf, dass ihr Stretchnadeln verwendet und natürlich auf die Nahtzugabe von einem Zentimeter. So schaut mein Stich aus. Das ist bei mir innen, das ist außen. Nun kürzen wir die Nahtzugaben, damit wir einfach nicht so viel Stoff dazwischen haben. Die schneide ich einfach zurück. So, nun stecken wir unseren Zwickel an unseren Hinterteil an. Dafür würde ich auch beim Hinterteil, sieht man relativ gut die Mitte, beim Zwickel nicht so. Deswegen werde ich hier auch mal kurz die Mitte markieren mit meiner Schere. Ganz kleines. So, damit man nicht durcheinander kommt, steckt erstmal die zwei Teile aufeinander. So, schwupp. Oder fixiert euch ein bisschen. So schaut's aus. So, das ist erstmal die Fixierung. Damit unsere Nahtzugabe nach innen verschwindet komplett, wenden wir den inneren Zwickel komplett um unsere Hose herum und kommen von der anderen Seite hoch. Und stecken das genauso hier dran. So schaut es bei mir aus. Und auch das nähe ich jetzt zusammen. Auch diese Nahtzugabe schneide ich zurück. Und wenden wir mal das Höschen und tada! Hintere Naht und vordere Naht und der Zwickel innen drin ist verstürzt. Nun kommen wir zum schwierigeren Teil von der ganzen Geschichte, und zwar Wäschegummi ansetzen. Natürlich hängt es davon ab, was für ein Wäschegummi ihr verwendet. Normalerweise braucht ihr Reduzierung so um die 15% von der Dehnung. Wenn ihr ein ganz lappriges Wäschegummi habt, dann vielleicht etwas mehr. Wenn etwas fest ist, dann natürlich etwas weniger. Wie funktioniert das? Am besten nehmt ihr euren Maßband. Das gilt natürlich für alle Slips, also nicht nur für diesen Slips. Also das ist so eine Basic-Wissenschaft, die ich euch hier mitteile. Und zwar, es ist so, wenn wir ein Wäschegummi annähen, also ich habe jetzt hier einen kompletten Slip von mir liegen, dann ist es so, dass beim Zwickel es nicht gedehnt wird. Also es wird so gut wie keine Dehnung vom Gummi gegeben. Aber natürlich am Popo und natürlich am Vorderteil. Und ich sage ja so 15% Richtwert. Das heißt, ihr nehmt euren Handmaß, oder beziehungsweise nicht Handmaß, sondern wie nennt man das, Rollmaß, und messet mal die Strecke nach. Bei mir sind das dann bis zu der Zwickelnaht, also die Strecke sind 23 cm. Dann haben wir unseren Zwickel, der ist 14. Und dann haben wir unser Vorderteil, das ist 18 cm. So, das hier bleibt und die zwei werden um 15% reduziert. Das heißt 23 mal, was ist das, 0,85 und 18 mal 0,85 ist dann die fertige Länge. So,
So, das heißt für uns, diese Länge müssen wir ausrechnen. Das habe ich jetzt getan. Das heißt, für die Popo-Strecke braucht man 19,5, hier 14, weil wir keine Dehnung geben, und hier 15. Am besten nehmt ihr euer Wäschegummi, schneidet noch nicht zu und misst das einfach ab. Bei der Poponaht habe ich gesagt 15% Dehnung, das heißt 19,5 cm. Das heißt, ich misse, ich lege den Wäschegummi so ab und misse hier 19,5 und mache mir eine Stecknadel rein. So, düm, 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 19,5 hier. Habe ich es verrutscht? So, hier. Markiere mir die Stelle. So, dann ab der Stecknadel jetzt 14 und mach mir wieder eine Stecknadel hier rein. Und dann sind es 15 und jetzt kann ich die 15 festhalten und abschneiden. Ich mache mir trotzdem eine Stecknadel rein. So, das ist euer Wäschegummi für diesen Beinausschnitt. So, wir drehen das natürlich um. Nicht verwechseln, vergesst nicht, welche Seite zu was gehört. Die kürzere ist hier und Popo ist hier. Und nun wird es festgesteckt. Die Stecknadeln stecken wir hier natürlich direkt an der Naht. Wir legen das komplett an und zwar mit der Wäschegummi. Mit der Gummikante direkt Kante an gelegt, so. Also muss nicht mit der Spitze raus, sondern so. Das legen wir hier auch an. So, man kann auch zwischendurch ein bisschen stecken. Und die Strecke wird natürlich gedehnt. Dafür stecke ich das, den Anfang auch fest, dass er mir nicht abhaut. Und auch bei der Popo. So, und nun wird die Strecke natürlich gedehnt. Wer mag, kann es nicht noch ein bisschen stecken, dass es sauber abläuft. Und so wird der Wäschegummi angenäht. Also hier unter Zug, da keinen und da wieder auf den Zug. Wir nähen das mit dem folgenden Stich an. Ich nähe den Wäschegummi mit dem Zickzackstich an, also ganz normale Zickzack mit 2,5 auf 2,5. Je nachdem, wie breit oder schmal euer Wäschegummi ist, könnt ihr das ein bisschen anpassen. Das heißt, ihr könnt das auf 3 machen. Was ganz wichtig ist, wenn ihr näht mit dem Zickzackstich, schaut, dass ihr hier direkt an der Kante bleibt, dass die Spitze nicht angenäht wird, weil die braucht man nachher, damit sie absteht. Und Gummi wird natürlich in der Strecke, wo wir unter Zug nähen, unter Zug genäht. Und beim Zwickel wird er einfach angenäht. So schaut es bei mir aus. Nun, da ich das Wäschegummi mit der Spitzchen hier verwende, wird dieser Gummi umgelitzt und wird von außen auch mit diesem selben Zickzack abgesteppt. Am besten geht ihr ein bisschen weg von der Kante, dass ihr den Gummi von der Unterseite mit erwischt und dass dieser fest ist, dann habt ihr schöne flache Naht. Also jetzt die komplette Strecke wieder absteppen. So schaut es bei mir abgesteppt aus. Ich habe jetzt extra weißen Faden genommen, damit ihr die Naht besser seht. Und genau dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Wieder Gummi abmessen, stecken, nähen, umklappen, absteppen. Wenn ihr eure beiden Beinausschnitte fertig habt, dann schließen wir die Seitennähte. Das heißt, unser Slip wird rechts auf rechts umgeklappt und die Seitennähte werden zugenäht. Wir nähen mit Sägezahnstich bzw. während der Overlock näht, näht mit der Overlock. Wichtig ist, dass die Kante richtig geschlossen ist und hier natürlich bündig ist. So schaut das bei mir aus. So, ich würde gerne die Nahtzugabe zurückschneiden. Hier brauche ich aber ein bisschen. Das heißt, ich lasse hier den Gummi ein bisschen stehen und schneide die restliche Nahtzugabe, so 5 mm, um den Dreh rum zurück.
Und jetzt können wir, damit hier die Naht hier nicht so absteht, sie nach hinten zur Poponaht einmal umschlagen und einfach mit Geradstich hier 2-3 Stiche machen, damit sie einfach flach ist. So schaut das bei mir aus. Ich wende mal kurz für euch. Schwuppdiwuppdi. Sieht schon sehr gut aus, ne? Guck mal, ich habe ein ganz kleines Riegelchen hier gemacht, damit man, sieht man das besser? Ja. So, nun kommen wir zum unseren Bund. Nun kommen wir zu unserem Buntgummi. Beim Buntgummi ist es genauso, dass wir das berechnen müssen. Am besten legt ihr den Slip Naht auf Naht. Ist einfacher, ich weiß nicht warum, aber es ist einfach immer einfacher zum Berechnen. Und dann messt ihr nach. Also ich bin jetzt bei 35 mal 2 sind 70. Also 70 cm Buntgummi. 70 cm Umfang haben wir und für den Buntgummi kann man dieselbe Formel berechnen mit 15%. Ich persönlich finde bei der Hose, dass sie so hochgeschlossen ist, das ein bisschen zu arg mit 15%. Ich würde mit 10% rechnen. Das heißt, 70 cm in meinem Fall minus die 10% ist das die Länge von eurem Gummi. Also in meinem Fall schneide ich diesen Gummi dann auf 63 cm ab. Es ist natürlich immer davon abhängig, was eure Vorlieben sind und wie stark euer Wäschegummi ist und was das für ein Wäschegummi ist. Natürlich ein Stoff, aber ungefähr ein Richtwert, weil nach einmal Slipknit oder zweimal werdet ihr schon ein bisschen Erfahrung haben und wisst ihr dann, was euch besser gefällt. Diesen Gummi schließen wir zu einem Ring, vierteln und vierteln unseren kompletten Ausschnitt und stecken es dran. Mein Gummi habe ich zum Ring geschlossen, geviertelt und nun setzen wir es an. Mein Höschen ist auch geviertelt. Ihr nehmt den Wäschegummi und so, dass ihr eure Ringschließung euch anschaut, ich setze natürlich hinten mittig, setzt das hier an, Kante an Kante, steckt es fest. Weil nachher machen wir genauso wie beim Beinausschnitt, klappen wir das um und steppen das fest. Also alle Checkpointe jetzt übertragen. So, nun nähen wir das an der Nähmaschine mit diesem Zickzackstich an. Einfach wieder knappkantig am Bogenrand. Litzen das um und steppen das ab. Und dann ist unser Höschen fertig. Und so ist unser Schlüppi fertig.